Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum nächsten React, Folge 11, hier von Zwei Kerle, eine Karte, Staffel 5 mit Utwin. Und Utwin. Und heute ist Zeit für Umstrukturierung. Ach ja, Koga ist übrigens auch dabei, nur so fürs Protokoll. Nee, ich bin eigentlich nur eine Illusion. Ja. Genau, Zeit für Umstrukturierung, das heißt, Tine Wittler ist mal in der Burg vorbei und hat mal ein bisschen die Tapeten neu angemalt. Nice. Und aber erst nachdem Peter Zweger die Finanzen nochmal neu geregelt hat, also das Whiteboard aufgestellt hat. Ja, okay. Und ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Koga mir ja gesagt hat, du darfst neu starten, beziehungsweise du solltest besser mal neu starten. Und den Ratschlag habe ich beherzigt und mal geschaut, was man draus machen kann. Ja, für alle, die es gesehen haben, wissen schon Bescheid, dass ich dann leider den Schwierigkeitsgrad nicht ganz getroffen habe. Aber schauen wir, was wird. Was wird? Oh, und damit herzlich willkommen zu Zwei Kerle, eine Karte, Staffel 5, Folge, ihr seht's im Titel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Überblick verloren, spätestens seitdem wir die zweite Karte gestartet haben. Aber ja, es geht weiter an dem Punkt, den mir Koga gegeben hat, und er hat schon schönerweise geschrieben und da habe ich mich ein bisschen gefreut. Ich soll mir gut überlegen, ob ich da weitermachen oder einfach neu starten will, und das ist genau das Stichwort, das ich hören wollte. Ich darf mal einen Neustart probieren, weil ich möchte echt mal wissen, wie die mich so... Okay, Musik, dann bist du eben nicht begeistert davon. Dann hörst du eben auf zu spielen. Ist und wir gucken uns erstmal an, was uns Koga hinterlassen hat. Wir haben ja hier aufgehört. Direkt vor dem nächsten Angriff der Schlange, der jetzt danach kommen würde. Und wir sind jetzt Oktober 1072. Gucken wir mal, denn etwa daran kann ich abschätzen, wie viele Versuche er etwa gebraucht hat. Okay, September 23. Ein Jahr später. Das bedeutet, er war an dieser Stelle wahrscheinlich öfter. Das ist wahrscheinlich immer noch der zweite Angriff. Es ist wirklich... Bei jeder Folge Inspektor Utwin am Start und so gucken, was hat Koga gemacht, wie viel hat er Angriff hat er gebraucht. Irgendwann sitze ich da wirklich da mit so einem Whiteboard und berechne. Ich dachte mit so einem Zylinder und so einem Monokel irgendwie. Und das ja, und aber noch mit so einem Whiteboard und berechne so in der Formel, wie oft du jetzt neu gestartet hast und was du geladen hast. Nee, du holst dir noch einen Spezialisten vom SEK dazu. Oder es gibt noch einen dritten Angriff danach, das könnte auch sein. Ja, Wirtschaft besteht an und für sich. Es kommt jede Menge Zeug rein. Ich würde sagen, wir gucken einfach, dass wir ein bisschen weiterspielen. Ansonsten mache ich einfach den Anfang von der Mission. Okay, der Spaß geht allgemein. Ich meine, Wirtschaft besteht grundsätzlich noch. Bogenwirtschaft ist auch da, auch wenn aus die Waffenkammer fehlt. Oh mein Gott. Gut, okay. Na, ein bisschen mache ich in die Mission noch rein, ansonsten machen wir Neustart. Okay, dann habe ich mich verguckt. Die Party geht ab. So, ja, nee, die ist, ist da hinten, die ist bloß voll. Nee, das glaube ich nicht. Die wollen aber aus irgendeinem Grund nicht abgeben. Wahrscheinlich irgendwie buggy, so dass die da nicht hinlaufen gerade, ja. Okay. Nee, zum Ver... Oh, nö! Nee. Moment, Babi, hä? wir haben doch die Waffenkammer hier anscheinend. Das ist ein interessanter Bug. Interessanter Bug, ja. Weil die stehen ja direkt daneben. Ja, eben. Darf ich dann kurz, sobald ich mir so... Der Turm steht aber auch nur noch mit Luft und Liebe irgendwie. Er ist ganz kurz vorm Kollabieren einfach. Einfach noch so ein Panzertape noch drüber, so über die Bruchstellen. Ja, genau. Mit Bauschaum wieder vollgefüllt. Das passt schon. Neu starte und mir die Mission am Anfang mal angucken mit den Standardgegebenheiten, würde ich die Mission mal ganz kurz und auch den Timer mal kurz pausieren, einfach zum Überblick verschaffen. Dieses Standüberblick verschaffen, der am Anfang einer jeden Mission ist. Ja, die Holzfäller kommen raus. Doch, wir haben die Kohlepfanne. Dieser eine Ritter, der jetzt so den Platz, den Weg frei macht zum Berg. Ja, ihr könnt rein, Jungs. Ich kann eh nichts machen. Ich werde nicht gut genug bezahlt für die Scheiße hier. Ja, genau. Los, Kohlepfanne, rette mich! Das war zu spät. Aber ich glaube, Ritter könnten ja echt helfen, weil ich habe ja gemerkt, dass ich meine Nahkämpfer sehr häufig... er hat die Pikiniere und die Lanzenträger. Das heißt, er hat in diesen vorigen Stand nochmal gestartet. In der Hoffnung, da was besser zu machen. Ich bin so verwirrt. Selbst wenn ich versuchen würde, jetzt herauszufinden, weißt du, was du genau für einen Stand meinst, ich wüsste es einfach. Ich weiß es mittlerweile auch nicht mehr. Ist so geil. Ja, ich meine, das kriege ich soweit abgewehrt. Die Wellen danach sind eher das Problem. Wenn ihr versteht. Keine Ahnung, was der Typ vor allem, weil die Ambushütten jetzt alles wegböllern werden an Verteidigung. Ich meine, das hält noch, ja. Das war's dann aber auch.
versuche mal ein bisschen zu knubbeln, aber mehr Hoffnung als das mache ich mir nicht. Ja, die Pikinierhorde wird es sein. Die Pikiniere werden es entscheiden. Auch wenn wir die Lanzenträger abgewehrt bekommen. Die Pikemen werden es machen. Dann würde ich kurz danach nochmal kurz pausieren beim Neustart und mir die Grundgegebenheit mal angucken, um mal zu wissen, wie ich vielleicht die Platzierung der Wirtschaft anders machen könnte. Aber wie gesagt, ich hätte gerne, so gut es auch ist für den Kornspeicher, aber ich hätte gerne die Waffenproduktion ein bisschen effektiver platziert. Inneres der Burg wäre nicht schlecht, aber mit dem Vorratslager verbunden. Vielleicht doch so, dass ich die Sachen hier habe. Ja, ich glaube, das hat am Ende dann auch den Ausschlag gegeben, dass du die Waffenkammer da unten platziert hast und dass das dann alles so viel effizienter und besser lief. So, das war. Weil mit diesem Laufweg immer dann den Berg hoch, du kriegst halt nur so ein Fünftel der Waffen, die du kriegen könntest. Das macht. Und hier brauchst du halt wirklich massiv Bogenschützen. Bei der Menge an Pikinieren und Lanzenträgern brauchst du halt wirklich dreimal so viele Bogenschützen, wie wir hatten, um das abzuwehren. Und ich glaube, im nächsten Try haben wir dann auch mit Pech abgebaut und so. Ich wollte gerade sagen, dreifache Menge an Bogenschützen für das, was durchkommt, dann noch Pech, um die zu dezimieren, dann noch Mang. Du brauchst ja wirklich alles in der Mission. Ja. Lordi, du machst mit das letzte Gefecht. Nicht da oben stehen und warten, bis deine Soldaten tot sind. Du wirst sterben, so. Einfach instant. Er hat sich auf dem Weg nach unten hat er sich gestoßen, so am Knie oder so. Oder hatte in dem Moment keinen Schuh an und hat sich seinen kleinen Zeh am Bettpfosten geschlagen oder so. Ist schon dabei gestorben irgendwie. Wie schnell bist du gestorben? Weil ich dachte, du wirst sterben, war es kein Befehl, von wegen sofort. Ihr seid besiegt. Okay, Junge. Alles klar. Dann würde ich sagen, kurz pausieren. Stopp. Wir haben noch 12 Minuten 20 um den Dreh. Ich gehe mal rein und mache einfach auf Neustart, weil ich weiß jetzt nicht, welchen Schwierigkeitsgrad er genommen hat. Wenn ich einfach auf kann ich gar nicht. Ja, welchen Schwierigkeitsgrad hat Koga genommen? Kannst du in der Info sehen, oder? Wahrscheinlich normal, oder? Kurzer Cut, ich frage mal nach. Gute Frage. Okay, das schon ein bisschen später ist, antwortet Koga nicht. Ich nehme an, dass der schon off ist, beziehungsweise schon schlafen gegangen ist. Aber soweit ich das gelesen habe in der Beschreibung der Map. Also wahrscheinlich hast du das um 3 Uhr nachts aufgenommen irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, es war relativ nach Mitternacht bis kurz vor 1, aber das ist halt trotzdem nicht eine menschliche Zeit, sagen wir es mal so. Das stimmt. Ich bin meistens immer so Mitternacht dann weg. An sich im Steam Workshop ist diese Map auf schwer gebalanced. Kann natürlich sein, dass sich Koga gedacht hat, boah, weil die erste Map so leicht ging. Mache ich das auf sehr schwer. Kann natürlich sein, dass es jetzt leichter wird, aber ich werde es auch schwer machen, wie es die Mission empfiehlt, sagen wir es mal so. Und das wäre hier der Angriff im Westen. Das machen wir mal auf schwer. Ich hoffe, dass das so hinhaut, wie es jetzt vom Ersteller gedacht ist. Gut, würde sagen, ab geht's. Stück, der Bergfried ist gleich da. So sieht das also aus. Ja, und die ganzen Sachen übernimmt man hier. Alles klar. Wir sollen halt einfach nur das Torhaus erreichen, also da vorne. Und dort wollen wir so schnell es geht hin, würde ich mal schätzen. Da sind Feinde, die auf dem Weg zu uns sind. Wir sollten mit Jaffa auf dem Weg so wenig Verluste wie möglich machen. Oh Gott, das ist ja alles voll. Nicht nur das Vorratslager. Okay. Gut, ich glaube, ich habe genug gesehen. Dann machen wir weiter in 3, 2, 1 und los. So. Ihr könnt auf uns ziehen. Ihr beeilt euch mal so schnell es geht. Ihr haltet ein bisschen die Position hier. Was habt ihr vor? Du hattest zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, dass du da nicht einfach rüberkommst, oder? Schon. Ich wollte halt, meine Strategie war jetzt im Sinne, ihr haltet jetzt hier das Flussufer und ihr, die Ritter schleichen sich außen rum, um da, das seitlich entdecke ich noch. Also, ich weiß halt nicht, ob ich es da wusste. Aber zu dem Augenblick dachte ich, dass der Timer schon, also dass schon die Jahreszahl weitergeht. Ach so. Ich habe erst später realisiert, dass das die Zeit festgefroren ist. Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay, ja. Ihr knubbelt. Knubbelparty. Falsches Tor. Ne, welches Torhaus muss ich eigentlich erreichen? Ah, das Torhaus. Eine Nacken verloren. Jo. Wir haben ein paar Verluste gemacht, aber ist in Ordnung. Ein paar Verluste. Ja, ist in Ordnung. Ah, die Feinde müssen wir eh besiegen. Ja. Boah, da habe ich jetzt ziemlich viele Verluste gemacht, ohne allzu viel dafür zu erhalten. Weil die Gegner müssen immer noch besiegt werden, ne? Ah, das ist nicht gut.
Dafür habe ich jetzt alle Pikiniere verbraucht, die wir vorher hatten, aber ganz andererseits, Pikiniere waren eh nur da, um die Belagerungsgeräte auszuschalten. Nur das wichtigste Job überhaupt, aber egal. Direkt degradiert einfach. Moment mal, wir haben die haben wir die ganze Zeit Januar? Vergeht gar keine Zeit. Wenn ja, dann ist es. Ich glaube, es vergeht gar keine Zeit, nicht wahr? Oh mein Gott, es vergeht gar keine Zeit! Die Realisierung einfach. Und bin in der Matrix gefallen. Das war wie so. Ich letzte Folge, ich habe gar kein Geld. Einfach so, ich bin einfach in Denial-Modus. Ich will es einfach nicht wahrhaben. Ja. Ich hab keine Zeit. Ja. Das könnte man ja richtig nutzen. Wenn man noch nicht Ressourcen sammeln lässt. Die Kornspeicher sind hier oben, die wurden umplatziert. Die Waffenkammer ist hier oben. Wo meinst du das? Ja, also rein theoretisch könnte man sogar wirklich ein bisschen schießen und die einfach, weil die Zeit nicht vorangeht, die paar Produktionsstätten, die da sind, ewig viel Ressourcen ins Lager und so, ewig viel. Zumindest die Lager voll machen lassen. Ja. Dass man mehr Stadtressourcen hat. Das ist ja wirklich gemein. Wenn du das irgendwann mal nochmal auf sehr schweren Livestream oder so probierst, kannst du das ja mal wirklich probieren. Wenn über. Stimmt, ja. Ja. Wäre echt eine Idee. Weil das würde mich mal interessieren, ob das funktioniert. Wir haben so viel Zeit. Nee, ganz ehrlich, ich starte nochmal neu. Ja, okay. Jetzt geht es mit dem Neustarten, interessant. Okay. Von hier aus machen wir das jetzt gechillt. Und schauen, dass wir Verluste minimieren. Das ist jetzt wichtiger, weil wir haben nicht den Zeitdruck, von dem ich dachte, dass wir den haben. Und ich möchte das jetzt wirklich sauber spielen. Ich möchte jetzt nicht nochmal halbherzig machen oder sonst irgendwas. Ich möchte, dass es jetzt auch wirklich was wird. Was wird? Was wird? Was wird? Alle rein. Oh Gott, wir haben die Gegner im Knubbel bilden lassen. Das war nicht gut. Ja, aber ist doch gut. Na, obwohl. Das war gar nicht so schlecht. Klar, wir haben ein paar Bogenschützen verloren, aber ansonsten lief das ganz gut. Viel besser als bei dem anderen Mal. Sehr schön. Dann kümmern wir uns sorgfältig um die Gegner hier. Wie lautet der Plan? Ihr könnt auf uns zählen. Bogenschützen bereit. Zu Befehl. Für die Ehre. In den Sattel. Auf sie. Mein Bogen ist euer. Ich sollte mal ohne große Probleme bekommen. Dieser Ultra-Triad-Modus. Das ist Micromanaging. So geil. Bitte, danke. Einmal die Lanzenträger kiten. Und der Rest müsste abgewehrt sein. Das ist der Augenblick, wo man das am liebsten speichern würde. Aber es geht ja nicht. Das Prinzip ist ja ein anderes. Das stimmt. Jetzt könnte man natürlich ewig warten, bis Ressourcen reingebracht worden sind, aber andererseits werden bestimmt auch Lebensmittel verschwendet. Waffen werden gar keine reingebracht, weil wir wahrscheinlich gar keine Waffenkammer haben. Aber das ist eine Waffenkammer. Aber die zählt nicht für... Stimmt, die arbeiten gar nicht. Stimmt, irgendwie... Irgendwas ist? Kann sein, dass das die ganze Zeit... Na doch, ein paar Waffen haben wir reinbekommen, aber irgendwie wollen die nicht. Das ist richtig strange. Irgendwie, keine Ahnung. Für uns? Ich verstehe. Ah, interessant. So viel haben wir also gar nicht davon. Gut, machen wir die Lanzenträger noch weg. Verstehen. Irgendwas habe ich verstanden. Ich weiß nicht, was. Ich habe auch nicht verstanden, was du verstanden hast. Vielleicht verstehen wir es jetzt gleich noch. Aber die zählt nicht für uns. Ich verstehe. Ah, interessant. Was? Achso. Die zählt nicht für uns. Was ist das? Nur. Jetzt könnte man natürlich ewig warten, bis Ressourcen reingebracht worden sind, aber andererseits werden bestimmt auch Lebensmittel verschwendet. Waffen werden gar keine reingebracht, weil wir wahrscheinlich gar keine Waffenkammer haben. Alter, das ist eine Waffenkammer. Aber die zählt nicht für uns. Ich verstehe. Das ist... jetzt glaube ich, weiß, was mein Gedankengang war. Die Waffenkammer gehört nicht zu diesem Lila, die ist schon von Grund auf uns zugewiesen, dass die in der Waffenproduktion nicht die ewig lang die Waffenkammer füllen können, dass das nicht ausgenutzt werden kann. Also, ansonsten können wir zumindest bei Waffen ewig machen. Aber zumindest die Ressourcenproduktion. Ja, beim Kornspeicher auch. Der kommt ja auch nicht rein. Es gehört Lila. Also der Kornspeicher muss Lila gehören. Lila, aber das ist sowas, die Sachen im Kornspeicher, das ist ja nicht keine gescheite Produktion draußen. Das würde sich wahrscheinlich schneller verbrauchen, als es reinkommt. Oh, das kann das Einzige, sein. Wo sich wirklich lohnen würde, zu warten, Getreide. Getreide und ich weiß nicht, ob Holzfäller draußen waren, aber zumindest Getreide kann man ziemlich reinstapeln lassen. Also das könnte sich da schon lohnen. Und Steine. Steinbruch ist auch da. Stimmt, Steinbruch ist auch da. Ah, interessant. So viel haben wir also gar nicht davon. Gut, machen wir die Lanzenträger noch weg. Ah, Holzfäller gibt's auch. Und dann kümmern wir uns um das Eingemachte. Man müsste halt irgendwo einen Schlangentypen übrig daneben lassen. Nee, halt. So. Man muss ja nur nicht zur Flagge kommen. Rein.
Die Bogenschützen in die Richtung. Na, guck mal, wie die Zeit dann weiterläuft. Ja, jetzt sind die Gegner weg. Jetzt müsste die Zeit immer noch nicht weitergehen. Nee, ich glaube, die geht erst weiter, wenn du die Flagge erreicht hast. Weil dann übernimmst du quasi die Burg. Das heißt, jetzt könnte man das erstmal eine Weile weiterlaufen lassen. Ja, wir haben sie. So, sobald ich das jetzt übernehme, sollte alles gemacht sein. Dachte ich es mir. Okay, alles klar. Zack, 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 zack. Zack, zack. Die wollen wahrscheinlich Waffen reinbringen. Wir beeilen uns mal, die Sachen zu verbrauchen. Ja, jetzt fangen auch die Waffenproduktion an zu arbeiten. Mhm. Ja. Die können verkauft werden. Zack, 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 zack. Grundspeicher haben wir. Ich bin so auf deine Reaktion jetzt gleich gespannt, wenn du den ersten Angriff jetzt gleich schon ins Gesicht bekommst. Oh ja. Reicht. Bitte. Bitte. Was tun Sie? Bitte. Wieder, Herr Schlange. Nicht sofort angreifen. Die Pferde sind gesattelt. Was habt ihr Mr. Vor? Schlungus Longus, bitte unterlassen Sie dies. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Wir haben überall noch die Baumeister, mit denen wir... Halt, Moment. Belagerungsgeräte bemannt. Auf dem Weg. Ja, bitte. Aber das hast du relativ früh erkannt, im Vergleich zu mir. Als ich das erste Mal gestartet habe... Dass die Geräte da sind. Ja, genau, das habe ich nicht gecheckt am Anfang. Ja. Und hier hätte man wahrscheinlich schon direkt die erste Mange da, oder die ersten zwei Mangen bauen müssen. Hier auf dem Turm und auf dem neben dem Eingang. Mhm. So ein bisschen. Ja, bitte. Rügenwalder. Ich hätte gerne. Perfekt. Okay. Ja. Ich glaube, es hat nicht geklappt. Ja, die Nummer wieder. Wohin gehen wir? Mein Herr? Kommt in die Richtung, bitte. Schnetzelt hier mal bitte ein bisschen. Halt, nein. Nee, ihr werdet abgeschossen, Vorsicht. Ich fieber jetzt gerade selbst mit, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, was hier passiert ist. die Katapulte sind halt, glaube ich, das Schlimme einfach. Mhm, ja. Also ich finde, die Armbrustschützen und die Schilde sind gar nicht so dramatisch, weil Bogenschützen kannst du schnell nachkaufen, irgendwie so 10 Stück und dann sind die wieder da, aber die Katapulte sind halt... Echt nervig. Ja. Geil. Dieses eine Pferd vom Händler, was da aus dem Tor getrabt kommt, einfach und nach Hause gehen will. Bitte drauf schießen. Wie es auch wirklich nach Hause geht. Oh, es löst sich einfach auf. Einfach despawned. Genau. Hat einfach mal ein Portal in die nächste Welt genommen. Bestimmt Plötze gewesen. Ja. Wird gerade von. Gerhard hat gerade gepfiffen. Ja, genau. Ich hätte nach Möglichkeit gerne die ganzen anderen Schüssel da besetzt. Kommen gar nicht so viele Wirtschaftskaputtmacheinheiten durch. Anderem auch. Hab ich all meine Baumeister verloren? Aber woran? Ah ja, die waren alle oben bei der Balliste oben rechts. Die wurden alle abgeschossen von den Armbrustschützen. Bitter. Wirklich. Hab ich gar nicht gesehen, aber. Ja. Ich hab zwischenzeitlich sehr viel Sterben sehen auf dem Turm. Da hab ich mich gefragt, was war das alles? Hast hier. Du das auch wie ich? Das nee. Ist hin. Gut, ist halt so. Und war das meins? Das war deins. Wichtiger ist, dass wir die Waffen loswerden. Mach mal weiter weg. So. Die Produktion dafür neu aufstellen. Kack auf die Rüstungsschmiede. Zu Diensten. So, hier hätte ich gern richtig gut laufende Bogenproduktion. Das sieht gut aus. Damit können wir was anfangen für den Start. Lanzenträger wären auch nicht schlecht. Da haben wir Lanzen. Jetzt, wisst ihr was, die werden auch umplatziert. Die müssen hier einfach mal komplett umrenoviert hier. Das ist wirklich so mitten im Angriff. Ja. Da kennt und wenn gar nichts. Ich will einen Hausputz machen. Schwerter für Schwertkämpfer oder Ritter. Klingt gut. Wir haben nicht genügend Holz, und dann kommt der ganze Rest immer noch rein. Die Nahrung verbrauche ich gerade in extremem Maße, aber das ist auch, um den Grundspeicher umzuplatzieren, weil den hätte ich gerne auch irgendwo hier in dem Bereich. Das kann gerne alles nach draußen. Alles muss raus.
20% auf Tiernahrung. Nee, alles außer Tiernahrung. Das verbraucht wird. Bei mir gibt's nur auf Tiernahrung 20%. Genau, zusätzlich. Aber ich hätte es gerne hier draußen. Setz davon. Ah, es kommt Holz rein, sehr gut. Wie es bei jedem von uns dieser Kackabgabepunkt immer da oben links ist. Junge. Aber du hast dir das auch nicht interessiert, nee, nochmal was weg. Ich hab's nicht mehr kommentiert. Ja, ja. War einfach nur Enttäuschung. Enttäuschung über das Spiel. Was habt ihr vor? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch im Vergleich zu den anderen Malen. Aber da wusste uns noch nicht, dass der zweite Angriff das ist direkt noch ein bevorsteht. Genau. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem, vor allem weil wir leeren Kornspeicher haben. Jetzt gerade nicht mehr, aber der wird bald wieder leer genug sein. Mein Speicher kann nicht leer genug sein. Genau das ging mir auch gerade durch den Kopf. Verdammt. Ich hasse es, wenn ich meine eigenen Gedanken lesen kann. Der eine Bäcker wird's richten. Ja, der muss Überstunden spielen ohne Ende, ey. Der hat so, der arbeitet von 12 bis 12, aber 24 Stunden. Ja. Da ist jetzt nichts mehr im Kern, aber wir haben das so gut es geht aufs Lager angepasst, unsere Situation. Was unsere aktuelle Lage. Und ich tue Koga schon mal den Gefallen und nutze das Wissen, das ich vorher gesammelt habe. Dass wir am Arsch sind. Wie gütig. Ja, kann sein, dass es nicht ganz so hübsch ist wie vorher, aber ganz ehrlich, ich... Die Leute verlassen die Burg. Oh, shit. Ist ja nicht ganz so hübsch wie vorher, aber was soll's. Die Leute verlassen die Burg. Ey! Priorities. Na, Hauptsache, die Burg steht halt, ne? Also, du hast auf jeden Fall den Erstangriff viel besser abgewehrt bekommen als ich. Hm. Weil, und ich wusste, was schon auf mich zukommt, und ich hab's trotzdem nicht so gut hingekriegt. Das stimmt, du hast ja auch noch ein zweites Mal neu gestartet. Ja, ich hatte zweimal neu gestartet und beim zweiten Mal war es ja gefühlt irgendwie schlimmer, hatte ich dann auch das Gefühl und naja. Oh. Bei mir sind ja auch gar nicht die Streitkommkämpfer gar nicht so schlimm, die Mauern hoch. Weil die haben die ja so die Hälfte der Türme geräumt, das war richtig böse. Genau, das Problem war ja bei mir, im ersten Angriff haben die Katapulte die ganze Front da vorne, also mit diesen drei Türmen da komplett zerlegt und im zweiten Angriff kamen ja erst die Streitkommkämpfer und dann sind die einfach nur in die Bresche rein. Das war ja quasi das Problem. Das müssen wir retten. Unbedingt. Oh, wir haben immer noch doppelte Rationen eingestellt. Egal. Ich muss gucken, dass die Leute schnell wieder zurückkommen. So, jetzt, okay. Wachsen, Sire. Das eine Botschaft der Schlange. Was für ein Held. Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Unzips Pants. Einen Moment, Schlange. Gefahr, my Lord. Shit. Das hört aber auch nicht auf, ne? Das hört auch nicht auf, wirklich. Mach, dass es aufhört. Das ist schon von eurem schwerst uncool. Einzustufen. Haben wir eine Baumeistergilde? Wir haben nicht genügend Gold. Ich weiß, was ich nicht habe, und das ist Gold. So, jetzt gehen. Wir brauchen Geld. Dringend. Die Truppen der Schlange greifen an. Alle Produktion in allen Ehren, die wir jetzt gerade haben. Aber damit kann ich mir auch keinen. Ich das um ein Feld zu nah dran platziert habe, das hat mich ja so gewurmt. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Verstärkung! Wo? Wo? Ah! Ja, damit. Rücke aus! Der Marsch wird uns gut tun. Wie lautet der Plan? Womit kann ich dienen? Dass die zwei Ritter da sind, ist auch noch extrem wichtig, weil die könnten natürlich schnell die Baumeister und das Belagerungsgerät wegmachen. Richtig. Und es sind nur vier. Es sind nur vier. Das muss man dazu sagen. Von hier oben. Hä, okay, von der Richtung wurde ich auch noch nicht angegriffen. Man lernt doch immer was Neues. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Bisschen noch Nahrung, danke, danke, danke. Ich hätte jetzt wirklich extrem gerne, muss ich gestehen, die nötigen Baumeister, um die Sachen zu besetzen. Kommt mal zurück. Ihr werdet ihr nur abgeschossen. Kommt mit zu diesem Turm. Ich hab schon kurz Panik gehabt, dass die wieder durchs Tor auslaufen. Ich hab schon die Pikiniere bereit gehabt dafür.
Oh, jetzt da haben wir Feuer, ne? Bei dem Torhaus. Mal hier abwehren, bitte. Keine Kämpfe nehmen, die ihr nicht gewinnen könnt. Alter, diese gelbe Schlange da an Speerträgern, das ist so schlimm. Ich schau gerade eher auf die Streitkundenkämpfer, die wieder die Leiter hochkommen, an der Ecke. Ja. Solange es nur ein oder zwei sind, mag es noch irgendwie gehen. Das kriegen die Bogenschützen schon abgewehrt, aber wenn das dann 5, 6 oder 7 sind, dann wird's schlimm. Gegner abwehren im Idealfall. Im Idealfall verteidigen. Katapulte wegmachen. Oh shit. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ja, jetzt haben wir die ganzen Leute, die die Arbeit verlassen. Die Arbeit wurde eingestellt. Ah shit, ey. Nicht gut, gar nicht gut. Das sieht gar nicht gut aus. Wisst ihr was, wir haben erstmal genug Getreide, wir brauchen Bäcker. Was ist denn mit Angriff im Westen los? Das sieht gar nicht gut aus. Damals im Ersten Weltkrieg. Ja. Es kommen Leute zur Burg. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Okay, wie lange haben wir noch? Oh Gott, so gut wie gar nichts mehr. Okay, ich stelle mal wieder. Die Leute kommen wieder in die Burg. Holzfäller berichten, dass der kürzlichen Dürre viele Bäume zum Opfer gefallen sind. Wir haben genug Mehl. Daran wird es nicht liegen am Ende. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Wir haben. Ah, okay. Okay. In Ordnung. Wir haben ein bisschen Puffer zu dem Angriff, der mich dann immer gekillt hat, und wir haben eine richtig große Bogenproduktion. Also wenn jetzt Kurga hier schön die Leute noch reinsprießen lässt, wenn es noch ein bisschen Zeit ist zwischenzeitlich, dann können wir damit arbeiten. Okay, ich frage mal ein paar Frauen, ob sie Zeit haben. Ja, ist alles persönlich bevölkert. Und dann auf 20 Jahre noch reifen lassen, das Ganze. Ja, genau. Aber, das sind die besten Arbeiter. Aber alles in allem wirklich so. Das Tier kam vieles aufs Timing an. Da ist jetzt eine Minute vorher der Timer angegangen, wo gerade die Beliebtheit auf unter 50 gefallen ist und der Angriff gerade abgewehrt wurde. Das hätte so kritisch daneben gehen können. Ja. Wenn du nicht schnell gesehen hättest, dass alles neu bevölkert werden muss, dann hätte wirklich die ganze Burg WM auf Null runter. Aber du hast die Kurve gut gekriegt. Das muss man sagen. Also, das ist halt so wirklich so ein Mini-Zeitfenster. Wenn man das verpasst, dann ist man wirklich gearscht. Weil wenn gerade bei Stronghold 1, wo die Leute so langsam kommen, wenn da die Beliebtheit auf Null ist und die Leute sind weg, bis die wieder da sind, ist die halbe Mission vorbei. Das ist so übel. Die Mangel muss noch besetzt werden, das ist wichtig. Die wird vielleicht essentiell, um dann noch vieles auszuschalten. Pech einzusetzen wird wichtig. Wir haben schon mal eine ganz gute Wirtschaftsbasis hier geschaffen, mit der wir arbeiten können, die jetzt dann, sobald sie mal richtig aufblüht, richtig gut laufen sollte, vor allem auch richtig gute Bogenproduktion. Da sollten wir ordentlich was an Schützen machen können, die wir auch brauchen werden. Okay. Schauen wir mal, was daraus gemacht werden kann. Ich glaube, das ist eine ganz gute Basis, mit der man was anfangen kann. Wir haben sogar einen Pechkessel von Beginn an. Ich glaube, mit Pechschüttern könnte man ja auch richtig gut arbeiten. Ich brauche halt erstmal die Baumeistergilde, muss man erstmal bauen. Das ist das Eklige. Aber ansonsten, Pech kaufen und ein paar Schütter zu machen, könnte vielleicht sogar effektiver sein, als Pechgräben zu ziehen, weil die Gegner auch immer wieder hier vors Tor auskommen. Damit Pechschüttern da abzubrennen, könnte extrem effektiv sein. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, ich bin fürs Zusehen. Nächste Folge. Jol, okay. Und wir sehen uns bei der übernächsten Folge wieder, die garantiert kommen wird, weil ich glaube, bis zum nächsten Mal, selbst wenn Koga instant durchkommt. Ja, es ist noch ein bisschen Zeit übrig, sag mal so. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, das war die Umstrukturierung. Gucken wir mal, ob es dann jetzt besser läuft. Schauen wir, ob es besser läuft, okay. Wir wissen es, ob es besser läuft, aber sieht schon mal besser aus, sagen wir es mal so. Ob es auch für sehr schwer gereicht hätte, ist etwas, was mich interessieren würde, aber kam nicht dazu, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht. Naja. Aber wenn ihr Utwin lang genug nervt, spielt er die Mission vielleicht nochmal im Livestream. Easy. Ja. Okay, so. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und nächstes React dann bei Utwin auf der Stelle. Genau. Macht's gut und ciao. Ciao.